wahrscheinlich besser. Those who play with the devil toys will be bored by degrees. Ich hoffe, ich habe jetzt die Erweiterung gestartet, dass das trotzdem jetzt ganz am Anfang anfängt. Oder sonst muss ich nochmal das andere starten. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie es losgeht. Aber du weißt noch, was das für ein Spiel ist? Ja, ich weiß schon, was es für ein Spiel ist, aber ich weiß nicht mehr, wie die Story anfängt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Grundspiel ist, was ich jetzt hier starte, oder ob das schon die Erweiterung ist. Das ist nämlich die Frage. Hallo, Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Ich stelle die Frage an. Was ich davon erwarte? Viel schöne Rundentaktik. Jetzt habe ich dir das eine übersprungen. Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Oh. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen. Wir gehen nach Hamburg, da wo jetzt gerade Land unter ist. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Ich verfolge die Nachrichten nicht mehr genau. Deutschland ist bekannt als Gebiet des Rates Sturm, Sturmwarnung und so. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Gut. Okay, das ist jetzt das Tutorial. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Wunderschöne Grafik. Wunderschön. Ja. Kann man mich eigentlich hören trotzdem noch im Stream? Richtig laut. Trotzdem, oder ist es hier der Ton wieder zu laut? Es hört sich so jetzt für mich an, als ob der Spielton zu laut ist. Alles verstanden? Verstanden, Delta. Eins nach ich weiß es halt eben nicht. Muss ich nochmal kurz gucken. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Oh, warte mal. Also. Alles klar. Ich gehe hinter den Trümmern direkt vor die Entdeckung. Das Spiel ist sehr laut, ne? Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. So. Obwohl es eigentlich gehen müsste. Also, ja. Ich habe ja hier Optionen bearbeiten. Ich bin ja schon ein bisschen runtergegangen. Ne? Ja, das kann ich nochmal ein bisschen Geräuschlautstärke zurückmachen, damit man die Stimme auch ein bisschen besser hört. So. Jetzt wieder ins Spiel. So. So. So ein bisschen was weiß ich ja, das sind ja die Punkte, wie viel man hier machen kann. Wie viele Bewegungspunkte man hat und so weiter und so fort. Delta 2, jetzt du. Los, zu den Trümmern. Rechts, da kann ich die Bewegungszeit sehen, mit dem Bewegungsmodus verlassen. Aber ich kann da nichts anderes machen, okay.
Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Muss immer in Deckung bleiben. Delta 3, zu dem Fahrzeug direkt voraus. Am besten immer volle Deckung. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger, weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. So, schön weiter. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von Ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Ja, da soll ich hin, okay. Eigentlich ein bisschen komisch, ne? Wir sind in Hamburg, aber die haben alle... Was ist los, Delta V? Bericht! Wir haben alle... die haben alle SB als Kennzeichen. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Das ist die steigende Brandung. Naja. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt... Hilfe! Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Okay, also da können wir große Entfernung sporten, dann verbraucht er aber seine zwei Dingens. Ich mache jetzt mal Geräusche, mache ich hier nochmal weiter runter. Sprachlautstärke kann ruhig ein bisschen mehr sein. Ich habe das Gefühl, es ändert sich gar nichts. Ey. So, dahin spurten. Der soll dahin, okay. Ein bisschen absichern. Hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Sandra, ich glaube, ich habe eben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Erbitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Ob das eine gute Idee ist, zu diesem komischen Ding zu gehen, wo alle irgendwie gestorben sind. Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ja, klar, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Ja. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Okay, Leute. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Dann mal los zum Fenster. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Ja, alleine rein, natürlich. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Verstanden. Guck, ob der jetzt wirklich auch durch die Tür sprintet. Natürlich. Weil das obercoole Soldaten sind. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Da sind die Aliens zuerst gelandet, mal nicht in den USA. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er nicht unter Schock steht, sondern kontrolliert wird irgendwie. Und der gleich alle hochjagen wird. Mit der Granate da in der Hand. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Oh. Das geht schief. Na? Oh Gott.
Das war doch klar, die Aliens stecken in die kleinen Marsianer. Verdammt, was ist da los? Eine Falle! Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Oh Gott, die bringen das ganze Team um. Max. Chandler, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Das sieht nicht gut aus. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Granate. Bereit machen für ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta 4. Zwei Leute verloren. Gleich bei der ersten Mission, ne? Verdammt. Drei Leute verloren. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Endlich kann ich hier auch drehen. Ne? Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt müssen wir unseren Stützpunkt festlegen, Max. Wo wollen wir uns hinmachen? Von wo aus wollen wir operieren und die Welt retten? Also wir können Kontinentbonus Nordamerika, das ist Luft- und Weltraum, also alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhalt. Genau, so Europa, da haben wir Expertenwissen, Labore und Werkstätten kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Also mehr technischer Fortschritt. Genau, mehr technischer Fortschritt. Dann haben wir Asien, warum immer das rot ist. Alle Projekte in der Gießerei und der Offiziersschule kosten 50% weniger. Südamerika ist die Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor. Also man muss nicht warten. Und Afrika ist all in. Monatliches XCOM-Budget um 30% erhöht. Also ich würde ja fast sagen, Europa für mehr Forschung. Finde ich irgendwie ganz praktisch. Würde ich sagen. Ja. Was sagst du? Europa klang ehrlich gesagt. Also mehr Forschung, Labore und Werkstätten kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Weil. Ich kann mir vorstellen, ja. Dass das effizient ist. Ja, finde ich auch. Verstanden. Wir kommen nach Hause. Dann ab nach Deutschland. Mal gucken. Na super, Vorsprung, und wir kommen alleine zurück. Wissenschaft durch Vorsprung. Ja. Freude am Fahren. Ja. Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer. Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Wie spielt denn das eigentlich? Achso, das spielt global. Das ist so ein bisschen wie... Ja. Willkommen im X-Quartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Ich habe einfach Let's Plays gesehen dazu. Du hast gesagt, das war 2016. Ja. Höchstens 2 Jahre her.
Genau. So. Zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. So. Das ist gar nicht bestätigt, dass es höchstens zwei Jahre ist. Nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Ja. Oh, wir können ja unseren Typen befördern. Anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf die der Einzige. Der Einzige. Neue Ausbildung, Raketenstart bestätigen, genau. Dieser Soldat wird zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Geil. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander, in die Forschungslabore. Commander. Jetzt muss ich auch noch in die Forschung hier. So. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Ja, wir müssen so schnell wie möglich jetzt richtig geile neue Waffen erforschen. Also Xenobiologie können wir erforschen. Da haben wir nicht genug Ressourcen. Wir brauchen 3 Sektoidenleichen. Es ist überlebenswichtig, die Physiologie. Also müssen wir erstmal ein paar Leichen sammeln, damit wir das machen von den Sachen. Und hier Waffenfragmente. Da haben wir 5. Diese Fragmente sind alles, was hier von den mächtigen Alienwaffen übrig geblieben ist. Das gut weitere Forschung könnte uns zu Fortschritten folgen. Da können wir neue Waffen kriegen. Alien-Material. Und da kriegen wir wahrscheinlich dann mehr Panzerung oder so. Aber ich würde erstmal sagen, neue Waffen. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Klingt jetzt schon so, als hätten wir da irgendwas. Commander, es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Boah, ich werde ja nur hin und her geschickt. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Commander, zur Einsatzleitung. Commander, zur Einsatzleitung. Jetzt muss ich auch noch zur Einsatzleitung. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. 2 verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Was hast du gesagt? Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Jetzt muss ich mich entscheiden. 2 Länder werden gleichzeitig gegründet. Oh, die sind glücklicherweise... Ah nee, was? Nee, einmal USA, Seattle, USA. Schwierigkeit des Einsatzes leist. Belohnung 4 Wissenschaftler kriegen wir, was ziemlich geil ist. Oder China, Schwierigkeit leicht und wir kriegen $200. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, wie die Ökonomie hier funktioniert, das weiß ich gerade nicht. Es könnte sein, dass man mit $200 irgendwie ein ganzes Raumschiff, vielleicht sind das 200 Millionen oder so. Aber ich denke mal, 4 Wissenschaftler wären nicht schlecht, damit wir schneller forschen können, ne? Finde ich jedenfalls. Wenn wir eh schon in Deutschland sind und Labore und sowas alles günstiger ist, sollten wir da auch auf die Forschungsroute gehen. Verstanden. Ja. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Also endlich mal die Chance, Wissenschaftler für den Amerikaner zu. Bevor wir unseren Truppen sehen, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Okay, so, jetzt habe ich hier die Leute. Das sind alles Rookies, die haben keine Fähigkeiten. Bewaffnung, Panzerrüstung. Noch gar nichts. 5 Wissenschaftler gegen $200. 4 Wissenschaftler, sind nur 4 Wissenschaftler. Können wir den hier noch ein bisschen, der Fähigkeiten, haben wir die Rakete. Ah. Können wir noch ein bisschen die Leute bearbeiten. Hier, komm, mein Haupttyp würde ich gerne nach dir benennen.
Berlin. Berlin Guy. Tau. Oder? Spitzname kann ich nicht geben. Aber Berlin Guy. Ja, nice. So, Sprache. Verstanden, Commander. Oh, der klingt wie du. Stimme wie ist, 3 ist genauso wie du. Und der sieht auch genauso aus wie du, ne? Geil. Ja, tut er. Ja, aber du kriegst noch eine andere Frisur. Frisur. Ja. Willst du einen Helm? Ja, das hier. Du kriegst ein Barett. Schönes Barett. Das passt zu dir. Ja. Die riesen Knarre, die er da hat. Ja, Maschinengewehr. Und hier. Kriegst du einen schönen Ziegenbärchen. Wie auch auf deinem Dings. Oh, und das sieht. Oh. Ja, jetzt sehe ich die Mütze. So, jetzt mal gucken hier, Rüstungsdekor, was machen wir? Moment mal, hat er noch vielleicht eine andere Option bei der Mütze? Willst du die nicht? Gefällt dir nicht? Willst du einen Stahlhelm haben, lieber? Vielleicht was Solides, was hat er denn im Angebot? Ich habe hier noch einen Stahlhelm. Zeig mal. Ja, habe ich. Musst du mal gucken. Ist doch was noch ein bisschen? Auf jeden Fall sieht die Rüstung mit den schwarzen Armen ziemlich gut aus. Ja. Dann gibt's noch eine Mütze mit. Mit der Stahlhelm sieht hässlich aus. Ich will mit das Mütze mit Kopfhörern und Mikro. Mal gucken, wann die erscheint. Noch ein Barret. Oh, und dann noch eine Nombini mit einem. Mit Schiebenmaske. Oh mein Gott, das ist. Normales Cappy. Obwohl, das mit dem Headset sieht gar nicht so doof aus. Cappy rückwärts gibt's auch noch. Cappy rückwärts? Cappy rückwärts mit Kopfhörern. Nur Beanie. Was ist denn das mit der Brille? Mit der Skibrille? Und gibt auch noch krasse Helme, ja. Was mit der Brille ist immer authentisch. Da gibt's noch krassere Helme. Alter, ja. Aber die sehen alle ein bisschen komisch aus. Dann sieht man dein Gesicht gar nicht. Zeig mal her. Den Beanie auf? Ja, doch, der Helm ist super. Der erste mit den Hamsterbacken. Mit den Hamsterbacken? Hey, was? Der erste Helm meinst du? Ja. Ich glaube, das ist ungefähr 8 Helme zurück. 28, Nummer 28, kann das sein? Müssen wir mal kurz durchgehen, kann noch ein bisschen dauern. Ich will mal merken, so, das, der. Der ein bisschen aussieht wie eine Kreuzung aus Ant-Man und. Dings. Ja, also den ich jetzt habe. Ja, der sieht super aus. Super. Stabil. So hätte ich es. Stabil. Haben wir dir noch eine schöne Farbe? Ah, ja. Was gibt's rot-schwarz? Ja, rot gibt's auch. Oh, aber die Rüstung war. Achso. In der Form hier ganz gut. Rot, ja? Oh ja, ja, ja. Oh, weiß sieht auch gut aus. Weiß sieht auch geil aus, ne? Ich finde, dann machen wir dich weiß, komm. Gut. Oh, da haben wir. Dunkle Blutrot sieht auch schick aus. Na, entscheide dich. Dann nehme ich Blutrot. Blutrot. Wird genommen. Wurde mir mal empfohlen.